alle Banner als erster Spieler wahrscheinlich weltweit gesammelt. Okay, wir haben Gegner-Chat. Jetzt sehen wir es. Bam, Junge! Direkt mein Zeichen gesetzt. Wer ist er? Junge, im Honig Clash Royale dreht sich alles um das neue Clash Royale Update. Clash Royale ist mittlerweile draußen. Im heutigen Video werden wir alle 16 neuen Banner freischalten. Ihr werdet sehen, wie teuer das ungefähr wird. Natürlich als erster Spieler weltweit alle Banner freigeschaltet und werden auch ein paar Ladder Games springen und euch mal zeigen, wie das eigentlich aussieht. Ihr könnt gerne mal in eure oder in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Update haltet. Es gibt da so ein paar Bugs oder ein paar Sachen. Es gibt so die Gerüchte, dass ein paar Emotes, beziehungsweise was heißt Gerüchte? Es gibt, ja, die Geschichte, dass ein paar Emotes von Zuschauern und von euch geklaut wurden, von Supercell und von anderen ersetzt wurden. Da könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch auch war. Wenn ihr solche Videos in Zukunft nicht verpassen wollt, gerne den Kanal kostet abonnieren. Und wenn ihr euch diese Angebote holen wollt, ich persönlich sage euch ganz ehrlich, auch wenn ich natürlich daran verdiene, würde ich euch empfehlen, einfach nur ein Emote zu kaufen. Wenn ihr Emotes feiert, könnt ihr sehr, sehr gerne an Creator Code Morgen Shop denken und den Kanal kostet abonnieren. Nächsten Tag gibt es auf jeden Fall geile Dual Action hier auf diesem Kanal, den neuen Game-Modus, der natürlich jetzt auch reingebracht wurde in Clash Royale. Und dann würde ich sagen, viel Spaß im Video und ich zeige euch jetzt, wie wir alle Banner freigestellt haben und wie mein neues Banner in Clash Royale aussieht. Das Update ist da, Chat. Das Update ist da! Tschüss! Kampfbanner Veröffentlichungsereignis. Nee, Bruder, sowas zocke ich nicht. Aber das Update ist da, Chat. Das Update ist da. Geil. Geil, geil, geil. Das ist richtig geil. Komm. Sehr nice. Erster Bug gefunden. Direkt. 10 Sekunden, Bruder. Was ist denn das? Das ist so ein neuer Weltrekord mittlerweile. Okay, wir sind wieder back. Okay, Chat. Bisschen Gold. Bisschen Gems. 25 Gems nehmen wir mit. Das ist das neue Profil. Okay. Erstmal ganz wichtig. Wir gehen mit dem Wir gehen erstmal mit der 3 rein. Dann hier mit der 2. Und hier nochmal mit der letzten CL-Challenge. Pink, Digga. Immer pink. All the way pink. Das ist mein Profil-Chat. Bam! Sehr geil. Das war das Update schon, basically. Freundesliste, so, okay. 6 Leute sind online. Das Update ist extrem krass gehypt. Wir kriegen natürlich auch eine Free-Chest. Okay, Chat. Wir werden jetzt versuchen, alle Banner freizuschalten. Es gibt 16 Stück, ist das richtig? 16 Rahmen plus, also Rahmen und Banner. Rahmen Decoration, also die 16 Dinger können wir jetzt hier bekommen. Kann mich doppelt ziehen, das ist halt jetzt die Frage, die ich mir stellen muss. Chat, ihr macht die Augen auf. So, erste wird geöffnet, wir gehen direkt rein. Boah. Gesperrung, Rahmen, roter Rahmen. Gesammelt. Aber warum... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Habe ich jetzt... Also die 15... Ja, scheiß auf, Digga, wir gehen einfach rein. Okay, Packer. Packer haben wir freigeschaltet. Extrem selten. Digga, was sehe ich hier eigentlich? Ich sehe keine Angebote, Digga. Muss ich das Game neu starten? Für Angebote im Shop. Oh, Angebote im Shop. Sehr geil. Was ist denn das? Ey, benutzt gerne Kate Mode, aber warum kann ich... Wieso bringen die zum Update bitte keine Angebote, wo es einfach Banner-Tokens gibt? Hä? Ich check's nicht. Es geht um die Banner-Tokens im Update, aber sie bringen kein Update für Banner-Tokens. Aber natürlich sehr gerne Code Mode im Shop eintragen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr euch zum Beispiel das Emotoken wollt. Das ist eigentlich das einzig Nice. Okay, wir gehen jetzt rein. Kurzes Fazit. Wir haben jetzt Dings und noch dieses Packer-Ding gezogen. Okay. Das kann ich aber direkt auch mal auswählen, ne? So, speichern. Jetzt gehen wir hier rein. So, es wird immer teurer. Pfeile, Kampfbanner, jetzt haben wir so einen grünen. Okay. Schwerterrahmen, okay. Ich glaube, man schaltet einfach immer alle frei. Traum des Prinzen, sehr geil. Schmetterlinge, sehr nice. Es wird jetzt immer teurer, ne? Es wird immer, immer teurer. Weil es geht immer 50 Gems hoch. Ich glaube, jedes Season resettet das aber. Ich glaube, man kann gar nichts Doppeltes ziehen. 400. Diese
Keblerboy dachte, es kostet immer nur 50 oder 100 Gems. Keblerboy, Bruder, wir sind hier, du spielst das Spiel noch nicht so lange, oder? Beziehungsweise für Gems Game, ja, ich würde es euch auch nicht empfehlen. Ich will es einfach nur haben, damit ich alle habe für den Flex. Okay, weiter geht's. Einfach extrem selten. Oh mein Gott, ich hatte den Mega-Ritter! Boah, eigentlich müsste ich auf 5k kommen und einfach nur den Mega-Ritter reinklatschen. Dann haben die Leute direkt Krankheiten. Vier Stück noch, Chat. Vier Stück noch. Doppelte. Junge, ich merke, ich will sich nur doppelt einfach 100.000 Gems ausgeben. 650. 650 Gems für ein Banner. Das sind irgendwie 6 Euro oder so. Dafür kriegst du einen Döner. Zwei Stück noch. Sehr geil. Sirupreiche Träume. Und letzter. 750 Gems. Let's go. Alle Banner als erster Spieler wahrscheinlich weltweit gesammelt. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Okay. Das ist gut. Boah. Die Frage ist, was ist das beste Banner? Was ist die beste Farbkombination, um die Gegner zu erschrecken? Boah. Das sieht schon fresh aus, oder? Wir machen es jetzt mal so. Das ist die Taktik hier. Ich finde Golden Knight eigentlich am geilsten. Königlicher Schämchen. Komflock auch hier neu. Aber das, was mich ein bisschen nervt ist, bin ich jetzt auch kurz transparent, dass man nicht sehen kann, welcher Platz man richtig ist. So, wenn ich jetzt hier einen Screenshot machen will, dann sieht man hier so ganz, ganz klein die 252. Ich würde gerne haben, dass Supercell hier irgendwie noch oben links oder so das Logo hinklatscht, welcher Platz man ist. So wie früher. Das ist ein großer Kritikpunkt am Update. Nervt mich sehr, sehr krass. Gibt's auch irgendwas zum Update? Ich meine, hier nochmal hier die Einstellung. Da kann man jetzt hier Audio anpassen und so. Aber sonst natürlich Update, die Angebote gerne mit Code Morten holen. Aber mehr gibt's auch, glaube ich, gar nicht. Duelkämpfe, stimmt. Es gibt jetzt Duelkämpfe im Friendly-Modus. Aber es ist ja auch nur Duo-Friendly-Battles. Hier gibt's eine neue Challenge. Okay, gehen wir mal in Ladder-Game. Ich finde einfach keine Gegner, weil keiner das... Digga! Was geht denn in der Monkey? Früher war es immer noch so. Wie viel Gems haben wir jetzt knapp ausgegeben für alle Banner? 6k. Messi sollte auch, draußen sein. Princess und so. Prince hat, glaube ich, eine neue bekommen. Meisterung. Ja, hier. Da könnt ihr Banner-Tokens sammeln. Irgendwie ist Zer einfach tot. Ich glaube, das war es einmal mit Zer. Zer ist jetzt offiziell tot. Keiner spielt's mehr. Geil. Okay, wir haben Gegner-Chat. Jetzt sehen wir es. Bam, Junge. Direkt mal ein Zeichen gesetzt. Wer ist er? Das ist direkt dieser... Wir reden über das Mentale in Clash Royale. Das ist das, der mentale Vorteil. Wer ist er, Digga? Er hat gar nichts. Er hat gar nichts und ich habe alles. Plus noch die finnische Flexes. Boah, Weltklasse. Ja, der Bomber plus Mortar. Ich finische deswegen Platz 1 der Welt, weil ich jetzt den mentalen Vorteil habe mit meinen ganzen, Banners. Wenn das so ist, bestes Update aller Zeiten. Wie ein weiser Mann einmal meinte, unverhofft kommt oft. Wieso spielt er jetzt eigentlich E-Giant Mortar, Digga? Was sehen meine Augen hier? Gegner, die kleine Probleme im Hause, Gegner. Edo. Scheiß drauf. Log. Es gibt auch neue Emotes. Habe ich doch schon längst mit dieser. Ich habe schon alle Banner gekauft. Deswegen gewinne ich jetzt auch das erste Game, weil ich jetzt einfach diesen mentalen Vorteil habe mit meinem Bannerflex. Ich habe noch eine Emo zu 52 Gems im Shop, echt? Gibt es noch irgendwelche neue Sachen, die so Supercell... Also meistens ist ja so, wenn Supercell Updates bringt... Okay, Gegner, ein fettes Problem. Sehr geil. Normalerweise so, wenn Supercell Updates bringt, dann bringen sie immer so ein, zwei Neuigkeiten, die sie gar nicht ankündigen. Aber wahrscheinlich haben sie es diesmal genauso vergessen wie ein vernünftiges Update. Okay, Kobold was rein.
Kanone. Bugs halt. Game ist ja nur einmal abgestürzt. Okay. Dark Goblin. Log. Bin ich hier irgendwie Detektiv dafür oder was? Kanone, das war's. GG's, let's go! Und warum haben wir das Game gewonnen? Nicht, weil wir den ultimativen 100-0 Hardcount hatten, sondern einfach, weil wir alle Banner freigeschaltet haben. Oh, Pedizzle! Da gibt's auch direkt, also wirklich ein Banner-Game. Ein unfassbares Banner-Game. Und seit dem Update BM immer alle ohne Grund. Dieses Banner-Game ist wirklich insane. Wir haben direkt gesehen, die Banner sind on point. Sehr gut. Bisschen Sparky spielen. Oh, okay, die US. Der Banner BM. Hä? Yeah? Okay. Matchup sollte free sein. Digga, ich hab die letzten 2-3 Tage, ich krieg so viele Darkwind Charges immer in meine Fresse, es geht mir langsam hart auf den Sack. Ich hatte bisher nur einen Bug, wo mein Game abgestürzt ist. Junge. Das gibt mir so Schattentöter-Vibes. Schattentöter-Rentner. Einfach, da fällt einfach so das Gedings raus. Jo, kannst du machen, David. Frage mal, ist ein Tommy oder so. Aber der pennt noch. Jo, da fahr Kebler wohl. Dun, dun, dun. Oder Ninja Monkey. Mein Draft Badge ist Max. Holy fuck! Applaus für meinen guten alten Clap. Für meinen, lol. Clap, Applaus. Ah, scheiße, Digga. Sehr gutes Matchup, Chat. Auch mal den Gegner hart countern. Seitdem das abgekommen ist, habe ich eine 100% Siegesrate, Chat. Oh. Chillig. Was ist das hier? Broken ist eigentlich Holz. Gold was? Ist das nicht Hardcore oder Jo? GG's! Natürlich haben wir kein schlechtes Matchup.